Gut, schauen wir mal uns das Video zu den Tiergeistern an. We're taught that there's no hierarchy. It's not everything else and then man, you know, humans on top and they're separate from everything. We're taught that everything is equal and that all the animals have a human form or can be seen in a human form. And so they have just as much or more intelligence, you know, in fact, have a lot to teach people. And so that's how these transformations can happen. It's if the animal wants you to see it in its human form. There's a story where a man comes up to an ice hole and then there realizes there's another man in his parka that's got stuck in the net, you know, and is just stuck like that. Oh, can you let me out? Please help me, you know. And so then he lets the man out, but then realizes that was actually a seal. That was a seal man. And just because that seal wanted that help, that seal allowed itself to be seen in human form. Das erklärt also auch, warum Fuxi sich jetzt in den Jungen im Fuchsgewand verwandelt hat, weil er eben schon immer irgendwo einen Geist hat in Menschengestalt auch. Finde ich eigentlich ganz niedlich, die Idee, weil es eben damit auch zeigt, dass der Mensch nicht über anderen steht, also dass er auch nur ein Teil der Natur ist und das ist was die... Ich sag mal, zivilisierteren Kulturen, also die Hochkulturen, die westliche Kultur, völlig vernachlässigt ganz oft, finde ich. Ich finde es zum Beispiel auch ganz schrecklich, dass gesetzlich ein Tier als Ding gilt. Da muss man doch in der Lage sein, zwischen Mensch und Objekt noch eine dritte Klasse zu schaffen, eben Tiere. Aber finde ich irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist total merkwürdig, sowas. Solche Ansichten. Na gut, aber also ich finde sowas sehr schön, diese sehr harmonischen Bezüge zur Natur dann von diesen Naturvölkern, das ist schon richtig cool. Und ja, da macht es dann natürlich auch Sinn, dass unser Fuxi sich ein bisschen verwandelt hat. Also eigentlich hat er sich ja nicht verwandelt, sondern er zeigt uns nur seine wahre Gestalt. Okay, machen wir mal weiter und schauen mal, wo wir denn jetzt hingesprungen sind. Wir haben ja überhaupt nichts gesehen eigentlich. Okay, es geht so weiter wie zuvor. Scheint zumindest so. Weiß nicht, ob wir hier... Ja, wir können direkt was... Na, nee, wir können noch nicht direkt was machen hier. Aber ich kann doch mit Luna bestimmt... Oh, da fällt man durch. Ich dachte, der kann nicht drauf landen. Das muss mir doch jemand sagen. Ist manchmal ein bisschen schlecht zu sehen, muss ich zugeben. Na gut, dann springen wir erstmal mit ihr hier runter. Auch wenn das für sie vielleicht... etwas ungemütliches. So, und jetzt kann unser Fuxi auch hier hinten den Geist rausholen. Den Geist aus der Höhle holen. Gut. Reicht schon. Oh. Da wackelt das Bäumchen. Gut, wieder zurück nach hier drüben. Und jetzt können wir doch sicherlich hier... zum nächsten Baum fortfahren. Oder so ähnlich. Vielleicht auch einfach nur zur nächsten Eisfläche, damit Fuxi uns wieder einen Geist holen kann. Na, schaffst du es noch? Aha. Oh. Was geht denn jetzt los? Gerade der ganze Baum zum Leben erwacht. Cool. Das hat was. Oh, muss ich mit dir vielleicht irgendwie jetzt ganz schnell weg? Okay, es geht noch. So, das geht ja hier. Okay.
Das ist echt witzig. Plötzlich also in einem lebendigen Wald. So, jetzt will ich aber mal kurz gucken, komme ich denn hier irgendwie nach links weiter? Nee, ne? Ich glaube, das ist auch keine Plattform, auf der man stehen kann. Oh, Mist. Das war nicht so schlau. Gebe ich zu. Aber ich glaube, wir haben gerade alle Bäume zum Leben erweckt, die hier irgendwie mit rumstehen. Ist ja Wahnsinn. Okay, neuer Versuch. Mal kurz für Ordnung schaffen, für Ordnung sorgen hier. Kann ja nicht sein, dass hier die ganzen Eisflächen wieder rumhängen. So. Dann müssen wir das eben einfach mal ein bisschen nach oben ziehen, bevor wir hüpfen. Nein, bitte hier drüben das ziehen. Genau, dankeschön. Okay. Klappt doch. So, ziehen wir das schon mal ein Stückchen nach oben. Was ist denn jetzt los? Hops. Okay, jetzt ist es also auch eine Timing-Geschichte hier, dass wir, bevor die Bäume sich ins Wasser stürzen, dann davon hüpfen. Hohohoho, schöne draufbleiben. Gehen wir doch einfach mal hier unten lang. So, unser Fuchs begleitet uns hoffentlich. Den werden wir sicherlich gleich wieder brauchen. Genau jetzt schon. Das ging schnell. Na, magst du es auch ziehen? Ich kann nicht. Das ist ja interessant. Hallo? Es geht bloß nach oben. Okay. Dann machen wir es doch mal wieder. Ach so, ich verstehe, ich verstehe. Diesmal müssen wir nicht drauf hüpfen, sondern wir müssen es einfach aus dem Weg ziehen. Und dann mit dem Wind springen. So, hoch damit. Na, nicht doch. Ziehen wir es noch ein Stück weiter hoch. Sicher ist sicher. So, und jetzt geht es doch auch ohne Probleme. Auf nach hier drüben und hier geht's wieder nach alter Manier. Einmal Wind bitte. Hops. Puh. Das war weiter als gedacht. Ja, das war jetzt auch nicht so geplant. Da geht sie baden. Oh nein, nochmal von hier? Das finde ich jetzt aber nicht so cool. Ich frage mich, ob es wirklich solche Urwälder in Alaska gibt. Solche wild gewachsenen, eingefrorenen Wälder. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Gebiet hier. Also es gefällt mir vom Aussehen her ziemlich gut, muss ich sagen. So, hops. Es ist halt auch immer schwierig abzuschätzen mit dem Wind, ne? Weil der einen doch so unglaublich weit wirft. Okay, diesmal hat es besser geklappt. Genau das wollte ich eigentlich, dass wir erstmal dort drauf landen. Dann können wir nämlich auch kontrolliert hier rüberspringen. So, das können wir auch schon mal wieder hochziehen. So hoch wie möglich. Hörst du auf, mich zu schütteln? Okay. Und hops. Sehr gut. Läuft. Okay, die Frage ist, wo müssen wir das jetzt hinziehen dabei? Ich sehe noch nichts so richtig. Ach, von unten kommt noch was. Okay. Hops. Auf nach unten. Okay. Das Gesicht von dem Baum hinten ist niedlich. Sind wir hier sicher? Gut. Ach du Schande, das ist aber ein weiter Hüpfer. Gibt es hier irgendwas auf dem Weg, was uns helfen kann? Ja, gut. Ich dachte mir schon, das kann ja nicht sein. Also bis da unten, okay? Und zack. Oh, das dürfte wehgetan haben. Die Arme. So ein bisschen tut mir Nuna ja schon manchmal leid, ne?
Okay, reicht das schon? Ah ne, wir können es noch ein ganzes Stück ziehen, okay. Sehr gut, sehr gut. Und hüpf. Reicht nicht, natürlich. Jetzt aber. Gut, weiter geht's. Oh nein. Ich ahne, dass wir bald wieder auf den unfreundlichen Mann treffen werden. Aber diesmal wird er uns nichts tun können, denn wir haben Fuchsi an unserer Seite und der wird uns bestimmt helfen. Und wir müssen wieder rennen. Oh shit! Jetzt muss ich auch noch die Dinger hier aus dem Weg ziehen. Oh Mann, ich darf nicht ins Feuer treten. Oh je, na das kann ja was werden. Oha, oha, oha. Kommt sie das mal hoch? Sehr gut. Jetzt muss ich auch noch aufpassen, dass ich hier nicht reintrete. Ach du Schande. Na, das kann ja großartig werden. Gut, wenn es so bleibt, ist es okay. Momentan läuft es ja noch relativ gut. Ups, du ziehst das aus dem Weg und Nuna läuft automatisch weiter, das ist sehr praktisch. Ich hoffe doch mal, wow, ich hoffe doch mal, dass unser Fuchs jetzt nicht mehr besiegt werden kann, oder? Dass wir uns um ihn keine Sorgen mehr machen müssen. Ja, mach alles kaputt, hau dir selbst den Weg voll, das ist, macht Sinn. Oh je. Hier sieht es aber auch schon verwüstet aus. Was macht denn der Kerl immer überall? Weg damit. Und weiter. So, jetzt müssen wir doch sicher sein, oder? Ja. Sehr gut. Aber ich kann es nicht weiterziehen. Oh shit. Nicht doch. Nein. Oh Gott. Und er hilft uns sogar unfreiwilligerweise. Hilfe! Okay, dann sollte ich da wohl nach links ausweichen. Na, das kann ja witzig werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, ich sollte wirklich nicht mit dem Ast ausweichen. Ich sollte mit Nuna darauf mich bewegen, auf dem Ding. Halt, ich muss mit ihr. Nicht mit dem Fuchs. Wobei, man kann es relativ schnell bewegen, das Ding. Aber es reicht nicht, es reicht nicht. War das gerade eben bloß Glück, dass ich beim ersten Mal nicht getroffen wurde? Wäre ja ein großer Zufall gewesen. Okay, gehen wir mal hier rüber. Vielleicht kann es ja so. Was? Nein, nicht wirklich. Oh je. Na, das kann ja was werden. Okay, wenn er da drüben. Sehr gut. So hatte ich mir das jetzt gedacht. So, wenn ich das jetzt vielleicht hier rüber ziehe. Gehen wir mal so. Ja. So hatte ich mir das jetzt vorgestellt. Halt! Oh Gott. Jetzt verschwinde endlich. Hoffentlich sind wir los. Na, bloß gut. Den sind wir endlich los. Ha! Au! Das dürfte wehgetan haben mal wieder. Na bloß gut, dass er endlich weg ist und mit seinem blöden Feuer uns nicht mehr penetrieren kann.
Das ist schon mal eine Sorge weniger auf jeden Fall. Menschentöter. Okay, das wird jetzt bestimmt auf den schrecklichen Mann anspielen. Da bin ich mal gespannt, was das wieder sein wird. Er ging darauf zu und sah, dass der Schneesturm aus irgendeinem Grund von einer kleinen Aue in der Tundra auszugehen schien. Stimmt, ich habe schon wieder ganz vergessen, was eigentlich unser Ziel war mit Nuna. Sie ist ja aufgebrochen, um herauszufinden, wovon das schlechte Wetter ausgeht, ne? Das mit dem schrecklichen Mann war ja eigentlich nur danach dann noch gekommen. Das war ja nicht der Ausgangspunkt. Okay, schauen wir uns mal den Menschentöter an. The recurring type of character in Inupiaq stories is the manslayer. And the manslayer is kind of this bad guy. And I think really what's at risk when the manslayer comes into story is the livelihood of individuals and the whole community. And so the manslayer is really used as a way to say, don't act only for yourself. Always hold the community in your heart. Oftentimes in these stories, there is one person that will stand up. And what this humble person will represent, who faces that manslayer, is a return to order, a return to true living in the community. And it just takes that one person. It could just be that one person that can help to change everything. Because everyone wants to live a good life. Everyone wants to have a good community. Und genau zu der Gemeinschaft und der Ordnung müssen wir noch wieder zurückkehren. So, es sind nicht mehr viele Videos, wie wir sehen. Es sind nur noch drei Stück. Zwei Stück? Habe ich eins verpasst? Oh nein, ich habe eins verpasst! Oh nein! Mal sehen, ob ich das vielleicht noch im Nachspiel dann irgendwie mal mit erwischen werde. Wiedergeburt und Namensgebung ist ein bisschen schade. Ich hätte sehr, sehr gerne alle erwischt. Aber vielleicht werde ich dann... Ich glaube, ich schneide das dann einfach nochmal rein danach. Man kann die Kapitel einzeln spielen. Und da werde ich dann eben einfach nochmal das Kapitel spielen hier und mal sehen, dass ich das die eine Eule noch finde, wo auch immer die war, irgendwo in den Bäumen wahrscheinlich. Ich habe es mir fast gedacht, dass irgendwo in den Bäumen noch eine ist. Das wollen wir natürlich nicht auslassen, das schauen wir uns dann ganz am Ende an. Ansonsten nur noch zwei Videos, das heißt, es könnte sein, dass wir jetzt schon zum finalen Abschnitt kommen. Ich meine, der schreckliche Mann, der Menschentöter, ist schon beseitigt, ne? Und damit müssten wir jetzt eigentlich nur noch den Ursprung des schlechten Wetters finden, das wird ja die Wetterkunde sein, und dann irgendwie unsere Gemeinschaft wieder zusammenkriegen. Schauen wir es uns an. Los geht's. Und damit lassen wir den Wald auch hinter uns. Die Stürme werden immer heftiger. Aber wir kommen ja auch zum Zentrum des schlechten Wetters, wie es scheint. Na gut. Hier ist was los. Das klingt wie ein Trommelschläge, ne? Vor jedem Sturmzug kommt immer so ein Trommelschlag. Huch, das ging weit. Da fällt mir ein, wir sollten dem Eulenmann die Trommel bringen. Warum bin ich denn jetzt nicht gesprungen? Da zieht er gleich beschämt seine Mütze wieder runter. Da fällt mir ein, ich sollte dem Eulenmann die Trommel bringen und er wollte uns damit helfen, ne? Aber so richtig geholfen hat er uns damals... Na gut, er hat uns die Bola gegeben, aber er hat uns eigentlich nicht mit Wissen weitergeholfen. Ich weiß nicht, ob der vielleicht nochmal irgendwie mit reinspielt und nochmal mit ihm eine Erklärung kommen wird. Könnte ich mir vorstellen. So, jetzt komme ich aber hier hoch. Gut. Eieiei, das ist ein Wetter. Kommt mir das nur so vor, oder werden die Trommelschläge langsam lauter? Lauter und heftiger. Oh! Das ist keine Trommel. Was ist das denn? Ein Eisriese?
Oha. Niver Sherolo Kangitka Ivaktane. Inuk Pasumarok. Ulimak Tuahalu Apun. Shemitaranra. Asi Pihirunik Silamun. Shemayak Titsu. Shemayak Tin Mang Apun. Andoremak Guaria. Asi. Agenerok Titsu. Tunganun. Niver Sherolum. Aimarven. Dabura kangitka summan aganirootilanga. Oha, und den müssen wir jetzt aufhalten? Na, das kann ja heiter werden. Den Riesenkerl.